Was ist eigentlich RePET? Eine Lösung gegen die Erderwärmung. Aus einer PET-Flasche wird 100% Kunststoffgranulat hergestellt. Das Granulat ist qualitativ nicht hochwertig. Nur 25% werden zur Produktion neuer Flaschen verwendet. Der Kreislauf wird unterbrochen. 75% gehen verloren bzw. muss entsorgt werden. Eine RePET-Flasche besteht zu 100% aus recyceltem PET. Neue Techniken machen es möglich, aus PET-Flaschen ein Granulat herzustellen. Dieses ist zu 100% für die Produktion neuer RePET-Flaschen verwendbar. Was im Kreislauf bleibt, geht nicht verloren. Natürliche Ressourcen werden bewahrt. Deshalb bieten wir unsere Softdrinks ausschließlich in RePET-Flaschen an. Hashtag Fellows for Change. Mehrweg. Bring your own mug. Eine Lösung gegen die Erderwärmung. 2,8 Milliarden To-Go-Becher werden pro Jahr in Deutschland benutzt. Das verursacht 11.000 Tonnen CO2-Emissionen. 48.000 Bäume müssen für die Produktion geholzt werden. 40.000 Tonnen Abfall werden verursacht. Für die Produktion werden sowohl 23.000 Tonnen Rohöl als auch 390 Millionen Kilowatt Strom und 2,3 Milliarden Liter Wasser benötigt. Lass uns gemeinsam wertvolle Ressourcen schonen. Bring deinen eigenen Mehrwegbecher mit. Wir unterstützen dein Engagement mit 25 Cent Rabatt. Hashtag Fellows for Change. Milchalternativen bei Coffee Fellows. Eine Lösung gegen die Erderwärmung. Es gibt viele Gründe für die Erderwärmung. Erster Grund: Industrie. Zweiter Grund: Kraftwerke, zum Beispiel Kohlekraft. Dritter Grund: Abgase durch Verkehr. Vierter Grund: Aber auch Abgase durch die Foodindustrie trägt zu 20% dazu bei. Problem: Massentierhaltung, CO4. Die Kuh erzeugt bei der Verdauung Methan, CO4. Methan, CO4 ist doppelt so wirksam wie CO2 und trägt damit mehr zur Erderwärmung bei. Mit der Wahl deiner Milch kannst du den Unterschied machen. Trinke deinen Kaffee mit Hafermilch und spare bis zu 73% CO2 ein. Hashtag Fellows for Change.